Hallo liebe Zuschauer, grüß euch zu unserem neuen Video, was sozusagen eine Fortsetzung meines Morgenvideos von heute ist. Zuerst begrüße ich aber ganz herzlich Annette von wirvergessennicht.com, die liebe Annette, die uns die Seite praktisch in Hauptverantwortung hier betreibt. Annette, grüß dich. Servus erstmal. Hallo Thomas. Hallo. Und Annette hatte, wir haben heute telefoniert und sie hat mir, glaube ich, vorher geschrieben und wir haben über das Video gesprochen. Annette, ich blende es erstmal als erstes ein, damit die Zuschauer auch wissen, um was geht's denn hier überhaupt. Ja, es geht um aufeinander zugehen, Geimpfte, Ungeimpfte, wie weiter in der Zukunft damit umgehen. Das hören wir uns mal kurz an. Und dann habe ich heute Morgen ein Video gesehen von einem jungen Mann, der sich hat impfen lassen und der sich beschwert. Er war in irgendeinem Space oder, weiß ich nicht, Sprachchat, keine Ahnung, wo er dann stumm geschaltet wurde und ausgelacht wurde und sich lustig gemacht wurde über ihn, weil er so dumm sei und so weiter. So langsam finde ich, muss man dann auch irgendwann wieder auch mal aufeinander zugehen. Ja? Also, es bringt auch nichts, sich über die Geimpften lustig zu machen, weil wenn wir mal ehrlich sind, ja, also ich sage, 5, ja, sagen wir mal 10 Jahre zuvor, ja, hätte es durchaus sein können, dass ich das auch gemacht hätte, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ich hatte viel Vertrauen in die Medizin und in Ärzte und so weiter. Also da wollen wir mal schauen, werfe den ersten Stein, das passt schon irgendwie, ja. Weiß auch nicht, wie wir das lösen, aber wir können ja jetzt nicht uns ewig und 3 Tage weiter angiften. Geht ja auch nicht. Ja. Auf der anderen Seite, wir vergessen nicht. Ja, wirklich, das ist ganz wichtig. Ja. Also nicht sagen, ja, okay, komm, lass alles sein. Wir machen einfach auf dem blanken Papier neu weiter. Das wird auch nicht gehen. Ja. Naja, wir schauen mal. Ja. Was glaubt denn ihr? Schreibt es in die Kommentare. Danke euch. Servus. Ja, Annette, ich habe zum Schluss des Videos gesagt, schreibt es in die Kommentare und das habt ihr auch gemacht, liebe Zuschauer, jetzt nicht hier auf YouTube, weil das nicht auf YouTube gelaufen ist, sondern auf Telegram, Twitter und Getter. Aber das hat mich veranlasst und auch Annette, dass wir sagen, wir machen nochmal ein Video zusammen, auch eben weil Annette und ich diese Seite betreiben und da vielleicht der eine oder andere sagt, ja, wie passt das zusammen? Annette, lass mich ganz kurz erklären, vielleicht nochmal konkretisieren, wie ich das gemeint habe. Natürlich, wir brauchen nicht über irgendwelche Promis oder irgendwelche anderen PR-Leute reden, die das irgendwie aggressiv oder zumindest aktiv beworben oder irgendwo sich dafür stark gemacht haben, dass die Leute sich impfen lassen. Wir brauchen aber auch nicht über die reden, die andere Menschen unter Druck gesetzt haben, Vorgesetzte, Chefs oder Ehepartner, es gibt in allen möglichen Variationen, gab es da Horrorgeschichten. Mir geht es um die Leute, die jetzt nicht mehr schreien, wir waren solidarisch und ihr nicht, sondern eher kann es sein, dass wir da belogen wurden. Ja? Und wir wurden ja immerhin alle belogen. Das muss man ja auch mal sagen. Da gab es keine Unterschiede. Und wir sollten uns vielleicht nicht total erheben, sondern da auch bei den Leuten, die wirklich auch selber langsam einsehen, oh, das war jetzt nicht der beste Griff in meinem Leben und ich erkundige mich jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr und so weiter, dass man die Leute nicht einfach in Bausch und Bogen abweisen, pauschal. Darum geht es mir. Was meinst du dazu, Annette? Ja, ich habe dein Video auch so verstanden. Also ich lese ja täglich Berichte darüber, wie Menschen einfach, weil sie ungeimpft sind, weil sie eine bestimmte Impfung abgelehnt haben, diffamiert wurden, beschimpft wurden, ausgegrenzt wurden, bis zum geht nicht mehr. Und wenn man denen jetzt sagt, wir müssen jetzt aber doch, du solltest doch mal auf die Leute wieder zugehen und denen die Hand reichen, dann hat man dich, glaube ich, falsch verstanden. Und ja. Das ist auch etwas, ist auch viel zu viel verlangt. Das würde auch keiner wollen und das würde ich auch nicht können. Das kann ich auch stellvertretend nicht für die Menschen, genau, die so angefeindet wurden. Ich selbst habe es zum Glück so nicht erfahren, aber ich kann diesen Menschen auch nicht vergeben, die dann ihre Boshaftigkeit an den Tag gelegt haben. Aber darum geht es nicht.
Ich habe mal vor 2 Jahren, als das Ganze mittendrin war, einen Artikel geschrieben, als es so gegen die Ungeimpften gehetzt wurde von den Medien und die haben alle mitgemacht bei Twitter und Ja. eben auch im Alltag der Menschen, den ich jetzt im Nachhinein mitbekomme. Da habe ich geschrieben, ich bin gegen die Spaltung der Gesellschaft. Was sagt denn eine Impfung über den Charakter aus? Genau. Nun ist es so, nun ist es aber so, dass ganz viele sich haben mitreißen lassen von dieser massiven medialen Beschallung und dann in so einen Rausch gerieten. Wir sind die Besseren, wir sind überlegen. Und das ist eine ganz gefährliche Richtung auch gewesen. Und ich gucke mir immer an, wie ist etwas entstanden? Ich gucke mir immer den Hintergrund an. Ja. Und die Leute standen massiv unter Druck. Was ihnen aber nicht das Recht gab, andere anzufeinden. Ganz genau, ja. Und Annette, ich muss zugeben, ich war schon mal, wissen die Zuschauer, die sich erinnern, auch schon härter drauf, dass ich sage oder gesagt habe, muss man sagen, nee, also hier ist Schluss, ja, und das da bin ich irgendwie ganz raus oder sowas, aber es kann keine Lösung sein, liebe Zuschauer, wir müssen schon, wir müssen nicht, ja, also ich sage, ich möchte gerne, dass hier zumindest zum Teil mit Leuten, die, wie soll ich sagen, vernünftig sind, ja, die wirklich was eingesehen haben, die auch hier auch, ich will ja nicht, dass die da öffentlich bereuen und sagen, oh mein Gott, was habe ich getan, ja, sondern die einfach die einfach dann irgendwie mal in Gedanken reinkommen und sagen, Moment mal, ja, es ist für mich schon auch irgendwo auch ein, wenn man den Begriff Heilung, ja, wir sind alle schwer traumatisiert, ich will es jetzt auch nicht übertreiben, aber trotzdem, viele sind wirklich traumatisiert, dann ist es nicht übertrieben, ja. Und irgendwann muss dann auch eine Heilung stattfinden, anstatt dauernd das Ganze immer wieder diesen Entzündungsherd weiter entzündlich bleiben zu lassen. Ja, ich kann dir mal ein Beispiel erzählen. Also mir hat eine Frau geschrieben, die hat geschrieben, mir ja, ihre Geschichte geschickt aus der Corona-Zeit und dazu geschrieben, also ich bin ja mal gespannt, ob sie das auch veröffentlichen, weil mein Mann und ich, wir sind beide geimpft. Da bin ich ja mal gespannt, ob sie auch mal was über Geimpfte bringen. Und ich habe zurückgeschrieben, ja, selbstverständlich. Also die Ja. hat die Maßnahmen kritisiert und das fand ich schon sehr bedenklich, dass sie dachte, ich könnte ihre Geschichte nicht veröffentlichen, weil sie geimpft ist. Und daran sieht man eben, wie tief diese Spaltung in den Köpfen ist. Tolles Beispiel, Und wenn. Annette, genau. Ja, sie hat schon damit gerechnet, dass du sagst, nee, nee, also das ist eine Seite für Ungeimpft. Irgendwie so, ja. Ja, und diese Spaltung kam ja nie von mir. Aber das ist eben das, was die Leute verinnerlicht haben. Es gibt Gut und Böse. Und was die Medien erreicht haben, was sie auch wollten, dass alle, viele so im Gleichschritt in die eine Richtung marschiert sind und die am Rande standen, waren die Bösen. Wenn jetzt aber diejenigen, die am Rande standen, dann in der Mitte marschieren, dann sind die anderen die Bösen. Was haben wir dann? Dasselbe Bild. Dann sind wir auch nicht besser. Ganz genau. Richtig. Ja? Also nochmal, liebe Zuschauer, wir machen auch das Video auch, weil wir eure Meinung hören wollen. Ja? Ihr habt hier Gelegenheit zu kommentieren, jeweils, wo es veröffentlicht wird, YouTube, Twitter, auf Telegram, in der Form nicht, aber auf YouTube und Twitter könnt ihr kommentieren. Und da werden wir echt sind wir echt gespannt, was da von euch kommt. Das war ja heute auch schon eine große Reaktion auf das Morgenvideo. Und jetzt vielleicht nochmal einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Vielleicht auch einfach eure Meinung, ob das auch richtig ist, das Thema überhaupt aufzugreifen. Annette und ich meinen ja. Ja, wir wollen jetzt da keine neue Geschichte draus machen, also sagen, wir machen jetzt noch eine Seite oder irgendwas. Nein, nein. Aber ich finde schon, dass man das auf jeden Fall ansprechen muss. Es ist hier in der Gesellschaft in den letzten 3 Jahren was passiert, was weder Annette noch ich noch ihr, so gehe ich mal davon aus, noch nie erlebt habt. Ja, muss man auch mal sagen, Annette. Es ist so eine Monstrosität, so eine Einmaligkeit. Ja, ich hoffe, Ja, es bleibt es war wie dabei. die Ja, Welle. genau. Und du hast teilweise Menschen nicht mehr wiedererkannt in ihrem Charakter. Ja, und mir war es wichtig, und da bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Annette, dass sie ganz kurzfristig Zeit sich genommen hat. Heute Morgen war das Video, wie was ist angesprochen, was wir euch gezeigt haben. Und jetzt heute Nachmittag machen wir das YouTube-Video dazu.
Und auch in ihrer Eigenschaft als Hauptbetreiberin der Seite Wir vergessen nicht, weil da einige vielleicht schon auch einen Widerspruch vielleicht erkannt haben wollen oder so, ist es aber nicht. Ja, Wir vergessen nicht, hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, doch, wir vergessen alles. Ja, also wirklich nicht. Wäre dann komplett falsch verstanden. Ich bitte aber noch auf eins, liebe Zuschauer, und da sind Annette, glaube ich, und ich auch nicht unähnlich. Auch wir sind nicht diejenigen, die jetzt genau wissen, wie es geht. Ja, also ich bin auch unsicher, wie ich da mich weiter einstelle dazu, wie ich mich weiter da positioniere oder für mich selber einordne. Ja, aber ich will weg von der Härte, auch bei mir selber. Ja, ich war da auch schon, habe mich da auch teilweise gnadenlos selbst entdeckt sozusagen. Ja, oder ein bisschen, ja, da geht nichts. Und die braucht man auch manchmal, aber ich denke, dass wir hier nicht pauschal hier jetzt die Mauer hochziehen können oder die Mauer oben lassen können. Sie ist ja schon da, sondern da müssen wir zumindest mal ein paar Durchgänge schaffen, dass Leute da auch Möglichkeit haben, da irgendwie durchzukommen, würde ich sagen. Ja, gut, dass du es ansprichst. Also, was ich immer wieder finde, ist, dass die Menschen, um weiterzukommen, in die Eigenverantwortung gehen müssen. Und bei diesem ganzen Hass und bei dieser ganzen Ausgrenzung, da waren ja immer eigene negative Gefühle auch der Grund. Jeder ist für Ja. seine eigenen Gefühle verantwortlich. Genau. Und wenn mir die Medien einen Sündenbock präsentieren und ich springe drauf an, ja, was mache ich dann? Und es ist überhaupt ein Fehler, immer so eine Art Vorturner zu suchen, so eine Art, ja, jemand, der andere dann in eine bestimmte Richtung leitet. Der angeblich Und weiß, wie es geht, ja, oder so, ja. ja, Ja. das ist, aber das ist damit weist man die eigene Verantwortung von sich und dann kommt eben sowas zustande. Wenn jeder bei sich selbst nachfragt, wie er zu sich selbst steht und dann wie er nach außen wirkt, dann kann schon vieles vermieden werden. Und wir beide machen dieses Projekt, um aufzuklären. Das heißt ja auch, wir vergessen nicht und nicht wir sind die Racheengel, Ja, sondern sehr schön, ja. es ist ein ganz großer Unterschied, ob man aufklärt oder ob man aufhetzt. Ja. Es gibt gar keine Meinungsbeiträge bei uns. Natürlich, die Betroffenen haben ihre Meinung zu den Dingen, die ihnen passiert sind und auch zur Politik. Aber die sind eben sehr, sehr differenziert zum Und Teil. Die sind persönlich sehr. subjektiv, aber es ist jetzt hier nicht, es gibt jetzt keinen redaktionellen Teil, wo Annette oder irgendwelche anderen Autoren dann noch nebenbei Meinungen verbreiten. Ja, wir lassen einfach die Leute sprechen. Ja. Richtig, wir lassen die Leute sprechen und dadurch bekommen wir ein Bild. Und wir freuen uns natürlich, Thomas hat schon gesagt, bitte schreibt eure Meinung zu der Sache, wie ihr das findet, wie Genau. man sich vielleicht wieder annähern kann, weil wir müssen ja in die Zukunft blicken. Aufarbeitung dient der Aufklärung und wir müssen aber in die Zukunft schauen und das können wir nur, wenn wir bei uns selbst ansetzen und wenn wir uns überlegen, wie gehen wir in Zukunft miteinander um und was ist eigentlich passiert. Und dafür möchte ich ja eine Grundlage bieten mit der Seite, weil was passiert ist, kann man nachlesen. Und was die Schlüsse daraus sind, ja, das würden wir vielleicht auch oder ganz sicher auch gerne von euch erfahren. Danke dir, Annette. Ich will zum Schluss noch mal ganz klarstellen, liebe Zuschauer, die Menschen, vielleicht sagen wir lieber die Personen, die wir gesehen haben und sehen, die dafür verantwortlich sind und auch die wir nicht sehen und die dafür verantwortlich sind im Hintergrund, da kann es kategorisch kein aufeinander zugehen geben. Ja, ich kann nicht mit Leuten versuchen, mich zu versöhnen, die mir letztendlich, wenn man so will, an mein Leben wollten. Also da, nur damit es nochmal ganz klar ist, wo ich da meine Grenzen ziehe und genauso jeden anderen, der sich dafür öffentlich stark gemacht hat oder auch im Privaten stark gemacht hat, habe ich meine erheblichen Probleme, also das heißt nicht nur erhebliche Probleme, das ist dann für mich auch, da geht eigentlich auch nichts, nicht nur eigentlich, da geht nichts. Und von daher ist es auch wiederum die Differenzierung, die ich mir gern wünsche, weil es gibt durchaus, ich habe auch Menschen also Geimpften Kontakt und da ist es gar kein Thema, ja, weil die inzwischen auch
mehr erfahren haben und mehr hinterfragt haben, sagen wir mal. Ja, und es teilweise auch bereuen. Ja, ich weiß nicht, ob du da auch Erfahrungen hast, dass Leute schon sagen, ja, es geht gar nicht darum, Annette, dass die sagen, ja, ihr hattet immer recht oder irgendwas. Ja, also mir geht es nicht Nein, darum, nein. ja. Aber ich freue mich für jeden oder auf jeden auch, der sagt, Mensch, 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 hätte ich euch mal früher geguckt oder gelesen, ja. Ja, also ich habe es gehasst damals, dass Leute überhaupt nach einer Impfung gefragt wurden. Es war immer der, sind sie geimpft? Ja. So, und das wollte ich nicht hören. Und ich stelle die Frage ja auch keinem. Ich Mich auch nicht. interessiert nicht, ob jemand, oder ist er vielleicht gegen Tetanus geimpft? Vielleicht ist das ja auch was Gutes. Oder Ja. das ist doch alles so absurd. Es geht doch um den Charakter. Ich beurteile Menschen danach, wie sie sich verhalten. Ganz genau. Annette, wunderbar. Ich danke dir sehr, dass du die Zeit gefunden hast für diese Aufnahme, für das Video. Liebe Zuschauer, nochmal die Aufforderung, schreibt es in die Kommentare, Annette und ich schauen uns das an. Und werden dann auch uns das gemeinsam darüber reden und gemeinsam anschauen. Annette, vielen Dank. Vielleicht noch ein Hinweis: wir vergessen nicht.com, ein Magazin hat einen Artikel von uns abgedruckt. Das ist auch Oh wieder, ja. es geht einfach weiter. Das ist nur, wir wollen jetzt da nicht länger darüber reden, sondern nur, dass ihr Bescheid wisst, okay, also da wird es immer mehr beachtet, Leute machen, Menschen machen auf Eigeninitiative was, übernehmen das, was sie gern tun können mit Quellenangabe, ja. Und das ist einfach noch eine schöne Nachricht, die wir euch zum Schluss dann noch auch wissen lassen wollten. Annette, deine Ja. Verabschiedung bitte. Ja, danke allen, die das Video jetzt angeschaut haben, die uns später schreiben. Und ich freue mich auf eine lebendige Diskussion. Alles Ja, klar. macht's gut. Ich danke dir, Annette. Liebe Leute, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Und nochmal mehr Danke, wenn ihr wirklich euch auch hier ein bisschen einbringt und uns eure Gedanken mitteilt. Wir freuen uns drauf. Wir sind neugierig drauf. Danke euch. Macht es gut. Servus. Tschüss.